Ja, nach neuesten Erhebungen haben 37% der Einwohnerinnen in der Schweiz einen Migrationshintergrund. Das ist mehr als ein Drittel und die Tendenz ist steigend. Und Konflikte in Afrika, in Afghanistan bringen immer wieder die Sorge in die Öffentlichkeit, wie man denn mit Menschen, die so unterschiedliche religiöse und kulturelle Hintergründe haben, ein gutes Zusammenleben gestalten kann. Lange galt dafür das Zauberwort Integration, aber inzwischen gibt es Leute, die denken anders darüber, die kritisieren das Konzept der Integration. Und genau darüber wollen wir heute sprechen mit meinen Gästen. Susanne Schröter, sie ist Professorin für Ethnologie und leitet das Forschungszentrum für globalen Islam in Frankfurt am Main. Und hier ist auch Kian Esbahangisi, er ist Historiker und Migrationsforscher an der Uni Zürich und an der ETH Zürich. Später in der Sendung sehen Sie dann auch Marc Bamidele. Er ist Gründer und Leiter von Diaspora TV Schweiz. Und Karin Mikitjuk, sie ist Leiterin des Hauses der Religionen, wo wir heute einmal mehr zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Schön, sind Sie hier. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Frau Schröter, beginnen wir vielleicht mal mit etwas Persönlichem. Wo haben Sie denn das Gefühl, zu Hause zu sein? Zu Hause bin ich da, wo ich wohne. Mhm. Jetzt verrate ich nicht, wo. Das ist in Ordnung. Ist das für Sie auch Heimat? Ja, es ist Heimat. Es ist Heimat geworden. Ich bin nicht dort geboren und ich bin nicht dort aufgewachsen, aber es ist mit der Zeit Heimat geworden. Mhm. Heimat ist wahrscheinlich der Ort, wo man am längsten ist, wo man die meisten Freunde hat. Bei mir spielte noch eine Rolle, da sind meine Kinder geboren und aufgewachsen. Ja. Herr Esbahangisi, können Sie damit etwas anfangen? Würden Sie das auch so beschreiben? Ja, also für mich ist Heimat erstmal etwas, was im Plural ist. Also eben, ich komme aus Deutschland, bin jetzt hier in der Schweiz. Heimat ist etwas, was man mitkriegt, qua Geburt, aber auch sich erarbeitet. Und in dem Sinne ist das etwas, an dem man auch ein Leben lang weiterarbeitet und ich habe gerade eine neue Wohnung gekriegt. Ich hoffe auf eine gute Zeit in der neuen Heimat. Sie haben jetzt das schon angedeutet, Sie kommen aus Deutschland. Inzwischen kann man ja sagen, in der Schweiz ist das Zusammenleben von verschiedensten Religionen und Kulturen längst Realität geworden. Sie haben einen deutsch-iranischen Hintergrund. Sie sind 2006 in die Schweiz gekommen und seit zwei Jahren, haben Sie mir gesagt, seien Sie eingebürgert. Mhm. Wenn ich Ihnen die persönliche Frage stellen darf, wie war dieser Prozess für Sie? Also erstmal ist es ein interessanter Prozess, weil weil ich sehr unterschiedliche Perspektiven mitgekriegt habe. Ne? Also in dem Sinne klassisch zweite Generation in Deutschland aufgewachsen, dann erste Generation, allerdings mit einem europäischen Ausweis dann in die Schweiz gekommen, jetzt Schweizer. Und gleichzeitig forsche ich dazu. Mhm. Das heißt, ich habe auch die Forschungsperspektive auf dieses Thema. In dem Sinne würde ich sagen, ist erstmal eine Bereicherung an verschiedenen Perspektiven gewesen. Mhm. Haben Sie selber auch solche, können Sie auch solche Erfahrungen oder Erlebnisse, keine Ahnung, Migrationserfahrungen für sich selber in Anspruch nehmen? Na gut, Migrationserfahrungen in dem Sinne wird immer gerne ausgeblendet. Meine Eltern, also mein Vater, ist Flüchtlingskind. Flüchtlingskind nach dem Zweiten Weltkrieg, wie ja viele Deutsche. Und die Familie hat die Erfahrung gemacht, alles zu verlieren, anzukommen in Deutschland und nicht besonders geliebt zu sein. Mhm. Familie meiner Mutter wiederum musste Flüchtlinge aufnehmen, staatlicherseits, und fand das auch nicht toll. Dass die beiden sich dann trotzdem, als sie älter wurden, verliebt haben, ist ja dann Zeichen einer gelungenen Integration. Mhm. Aber ich habe noch eine andere Erfahrung. Ich habe als Forscherin mit meinen damals noch kleinen Kindern in Indonesien in einer sehr abgelegenen Gegend gelebt. Ja. Und wir mussten alle Indonesisch sprechen, weil niemand anders etwas anderes gesprochen hat. Und mein jüngster Sohn hat als erste Sprache Indonesisch gelernt. Als wir zurück nach Deutschland kamen, hat er kein Wort verstanden. Mhm. Und kulturell war er überhaupt nicht kompatibel mit der deutschen Gesellschaft. Mhm. Er hat, sobald er einen Hund gesehen hat, hat er einen Stock genommen und draufgeschlagen. Und was waren da die Erfahrungen danach damit? Also naja, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir gegen alle guten Sitten verstoßen haben. In Indonesien, auf dem Dorf, war das absolut notwendig, weil die Hunde extrem bissig waren. Und das war das Erste, was wir dort gelernt haben, was man machen muss. Mhm.
mit diesem Beispiel vielleicht auch im Rucksack. Wie würden Sie denn, Herr Espanghisi, die aktuelle Situation in der Schweiz und in Europa beschreiben? Also wie gut funktioniert das Miteinander? Weil wir haben zu Beginn gesagt, die Schweiz selber ist schon sehr divers. Naja, es ist halt so, wenn man sich die öffentlichen Debatten anschaut zu Migration und Integrationsthemen, ist es ja schon recht paradox. Ich habe immer so ein Bild vor Augen, dass es eigentlich so ist, dass wenn in der Öffentlichkeit über Integration geredet wird oder gestritten wird, muss man ja sagen, ist eigentlich so, als würde einem von zwei Seiten ins Ohr geschrien werden. Mhm. Na, also auf der einen Seite integriert euch, Integration ist gescheitert und auf der anderen Seite ja Vielfalt und so weiter oder desintegriert euch. Und das ist die eine Ebene und das Paradoxe dabei, wenn einem ins Ohr geschrien wird, das ist maximal laut und man hört wenig. Mhm. Und ich glaube, das beschreibt die Situation im Moment in der Art und Weise, wie öffentlich über Integration und Migration gesprochen wird. Und ich glaube, die Herausforderung besteht darin, wieder das Gehör zu finden für die leiseren Zwischentöne, die ja dann in unserem Alltag eigentlich viel wichtiger sind. Also in den Quartieren, in den Betrieben, in Familien, in Liebesbeziehungen. Und ich glaube, wenn man darauf schaut, viel mehr als auf das Integrationsgetöse im öffentlichen Diskurs, dann sieht man ein viel nuancierteres Bild, vielleicht auch ambivalenter. Es gibt Dinge, die Hoffnung machen. Es gibt interessante Entwicklungen, die dieses negative Bild von einem Scheitern der Integration wirklich konterkarieren. Eine Zahl vielleicht, über 40% der Ehen, die geschlossen werden in der Schweiz, sind binational. Mhm. Also, das ist unsere Alltagsrealität. Und andererseits haben wir auch natürlich, wie bei jeder sozialen Veränderung, auch Aushandlungsprozesse darüber, wie wir diese Situation gestalten wollen. Und es gibt auch Probleme und Schwierigkeiten. Im letzten Jahr die Proteste zu Black Lives Matter haben natürlich auch die Frage des Rassismus hier aufs Tablett gebracht. Mhm. Also in dem Sinne, schauen wir auf die feineren Zwischentöne, sieht man, es gibt zu tun, aber es ist auch einiges erreicht worden. Und es gibt uns überhaupt erst die Möglichkeit, weiterzumachen. Jetzt haben Sie die Debatte, die laute Debatte beschrieben. In der Schweiz ist es auch so laut in Deutschland? Oh ja, selbstverständlich. Wir haben unterschiedliche Extremismen in der ganzen Debatte. Wir haben die völkischen Rechtsnationalen, wir haben die linken Identitären, wir haben auf einer ganzen Bandbreite haben wir unterschiedliche Positionierungen, die sich genau um das Thema auch, wer soll wie viel nachgeben, letztendlich drehen. Ja, darum geht es ja letztendlich. Also wer soll sich wie weit verändern oder soll man sich gar nicht verändern, würde aber keiner behaupten tatsächlich. Also wenn man wirklich mal sagt, soll sich denn niemand verändern, soll alles nebeneinander stehen bleiben, da steigen ja zumindest, sage ich mal, die Demokraten als erstes aus, wenn es dann heißt, ja, also die Rechtsidentitären müssen auch dabei sein. Würde man ja jetzt nicht sagen, dass das so ist, aber warum dann auf der anderen Seite Islamisten beispielsweise? Würden für mich an die Pole gehören. Da gibt es einen Pol, da gibt es einen Pol. Und dazwischen bewegt sich eine Mitte und, wie Sie gesagt haben, da wird ausgehandelt, manchmal mit etwas härteren Bandagen. Manchmal geht das ganz smooth und geräuschlos und in vielen Bereichen merkt man es eh nicht. Ja? Also schauen Sie mal die Kulinarik beispielsweise, Esskultur. In der Schweiz weiß ich nicht, ob es wie in Deutschland ist, aber in Deutschland hat sowohl im Upper-Class-Restaurant als auch im Fast-Food-Restaurant sind nicht ursprünglich deutsche Gerichte längst der Favorite von allen. Mhm. Ja? Wir nehmen das gerne später noch auch auf diese Diversität, die Sie da angesprochen hatten und wie divers darf es denn eigentlich sein in Bezug auf Meinungen. Vielleicht komme ich noch mal zu Ihnen zurück. Sie haben ja auch 2016 das Institut für eine neue Schweiz gegründet, kurz INES. Und es ist ein Think Tank, der sich einsetzt für eine plurale und demokratische Einwanderungsgesellschaft. Damit ist aber schon auch eine Kritik an der Integrationspolitik der Schweiz verbunden, oder? Also erstmal ist damit eine ganz realistische und pragmatische Beobachtung verbunden, nämlich zu sagen, egal, ob man jetzt das toll findet, dass Einwanderung stattgefunden hat und stattfindet, oder ob man das schlecht findet, das ist eigentlich egal, weil seit 60 Jahren
streiten wir in der Schweiz darüber, inwiefern die Schweiz ein Einwanderungsland ist. Mhm. Einwanderung findet statt. Das Land hat sich grundlegend verändert in den letzten Jahrzehnten auf ganz, ganz unterschiedlichen Ebenen. Und in dem Sinne geht es gar nicht darum zu streiten, ob das gut oder schlecht, weil es ist einfach ein Fakt. Es ist passiert mit schönen Seiten, mit schwierigen Seiten. Und wir würden eher dafür plädieren zu sagen, schauen wir da einfach mal drauf, was ist eigentlich die Situation, was sind die Chancen da drin, was sind vielleicht die Herausforderungen darin. Und dann gestaltet man das nach Prinzipien, die ja auch gesetzt sind, Fragen von demokratischer Teilhabe, Frage von sozialer Gerechtigkeit, Frage von individueller Freiheit, mhm. all dieser Punkte. Und das ist ein realistischer Blick, der eben weg will von diesem Integrationsgetöse, wo man erstmal sagen muss, ich bin für Migration oder ich bin eher gegen Migration. Wenn man so anfängt, glaube ich, ist die Diskussion beendet, bevor sie angefangen hat. Aber heißt das, wenn es um Integrationspolitik geht, dann geht es immer gleich um diese Frage, ich bin für oder ich bin gegen Integration? Ja, ja, also naja, die Integrationsdebatte wird natürlich in der Öffentlichkeit mit harten Bandagen geführt und ist es häufig auch mit dem Verdacht verbunden. Ne? Also es ist wie so, integriert euch mal, also ihr Einwanderer. Da ist dieser Verdacht, als ob das nicht eh schon im Alltag passieren würde. Mhm. Das vergiftet natürlich eine gesellschaftliche Diskussion in großen Teilen. Und andererseits gibt es natürlich auch Stimmen, die gegen, die sagen, naja, wir wollen gar nicht über Integration reden, wir wollen nicht über Anpassung reden, sondern über Vielfalt. Und da würde ich dann auch entgegenhalten, naja, also erstens, Integration war ein Konzept, das wirklich auch entwickelt worden ist, um eben nicht auf diese Anpassung zu pochen bei der Einwanderungsfrage, sondern zu sagen, hey, wir wollen eine gemeinsame Teilhabe einer Gesellschaft haben mit der Möglichkeit, auch eben seine individuellen Lebensstile halt auszuleben. Dafür ist Integration mal geprägt worden und jetzt sind wir in der Situation, dass wie so alles durcheinander kommt in der öffentlichen Debatte und man sich eigentlich da gar nicht auch zuhört. Und das ist eine verfahrene Situation, wo wir vielleicht mal einen Schritt zurückgehen sollten. Mhm. Sind Sie davon überzeugt, Frau Schröter? Wir sollen ja hier diskutieren. Ne? Wäre ja Unsinn, wenn wir immer nur einer Meinung wären. Also jetzt versuche ich mal so ein bisschen einen Kontrapunkt zu definieren. Fühlen Sie sich frei? Ich geb Ihnen in den meisten Sachen recht. Aber es gibt natürlich tatsächlich Punkte, wo unterschiedliche Akteure an dem Auswanderungsprozess auch wirklich sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Also was geht alles und was verursacht Konflikte? Also wir haben in Deutschland beispielsweise doch eine Reihe von Konflikten in Schulen. Ja? Mhm. Gibt es in der Schweiz auch immer wieder verschiedene Beispiele? Also ich meine, vorwiegend muss ich jetzt mal sagen, mit muslimischen Eltern oder islamistischen Eltern, nicht muslimischen Eltern, und zum Teil auch älteren Schülern und Schülerinnen, die beispielsweise nicht nur Geschlechtertrennung immer weiter treiben wollen, sondern sagen, Biologieunterricht ohne Evolution. Der Rest ist unislamisch. Ja? Oder wir haben religiöses Mobbing in den Schulen. Das trifft hauptsächlich muslimische Mädchen, die kein Kopftuch tragen oder so. Also wir haben da schon ein paar handfeste Konflikte. Und ich sage jetzt Schule, weil Schule ist in einer Gesellschaft, die sich schnell wandelt, wie unsere Gesellschaften, die immer pluraler wird, ist die Schule sozusagen der Anker. Die Schule müsste eigentlich dafür garantieren, dass alle Kinder einen Raum haben, einen Freiraum haben, wo sie das Gleiche lernen, die gleichen Erfahrungen machen. Ob sie das danach zu Hause machen oder nicht, ist etwas anderes. Aber die Schule hätte die Möglichkeit, diesen Freiraum zu gestalten. Und Schule wird aber jetzt gerade auch zu einem Kampfplatz zum Teil. Und das ist ein Zeichen zum Beispiel für mich, dass da doch noch mal Nachdenken angebracht ist, ob das in die richtige Richtung geht. Aber ist das auch ein Zeichen dafür, dass die Integrationspolitik nicht richtig läuft? Oder wofür ist das ein Zeichen? Naja, also sicher, selbstverständlich. Also ich würde jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo wir ein föderales Bildungssystem haben und die Kultusministerien sind eigentlich die obersten Instanzen, die Schule und den Bildungsalltag da regeln, würde ich zum Beispiel erwarten, dass es klare Handreichungen gibt an die Lehrer und Lehrerinnen. Was sind die Regeln in der Schule? Und es geht jetzt nicht um Leitkultur oder so, das geht aber um verbindliche Regeln in einem Raum. So, dass die Lehrer und Lehrerinnen nicht mit jedem Vater wieder darüber diskutieren müssen, was eigentlich geht. Ja? Also da würde ich erwarten, und das ist ein Teil der Integrationspolitik, selbstverständlich. Da würde ich erwarten, dass es klarere Regeln gibt. Mhm.
Ich möchte Ihnen gleich einen Kontrapunkt setzen, und zwar mit einem Einspieler. Eine starke Stimme in der Debatte über Integration ist der Essayist, Lyriker und Politikwissenschaftler Max Czollek. Sie kennen den. Er ist mit der Forderung Desintegriert euch bekannt geworden und hat da auch für Aufruhr gesorgt im ganzen deutschsprachigen Raum. Ich wollte von ihm wissen, was denn falsch ist an Integration. Ich spreche in diesem Zusammenhang vom Integrationsparadigma. Das Integrationsparadigma formuliert eine Vorstellung davon, dass eine Gesellschaft nur dann funktioniert, wenn sie relativ ähnlich ist und Menschen sich anpassen. Und gerade in einer pluralen Demokratie, in der wir leben, bedeutet das doch, dass man Vielfalt vor allem als das größte Problem dieser Gesellschaft versteht und nicht, wie ich sagen würde, als ihre Grundlage. Deshalb fordern Sie dann auch in diesem Buch, das zweitletzte Buch, Desintegration statt Integration. Und das ist zunächst mal eine große Provokation. Was ist nebst der Provokation eigentlich das Ziel davon? Desintegration ist der Versuch, wegzukommen von diesem Denken des Integrationsparadigmas und hin zu einer Anerkennung der radikalen Vielfalt der Gesellschaft, so wie sie heute schon ist. Heißt das aber gleichzeitig auch, das sind Parallelgesellschaften, oder nicht? Na, ich glaube, im politisch-öffentlichen Raum bedeutet Parallelgesellschaft immer Leute, die sozusagen sich vom deutschen Gesetz verabschiedet haben oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass wir da jetzt gerade tatsächlich eine Situation erleben, in der wir überlegen müssen, wie wir mit der real existierenden Unterschiedlichkeit von Menschen umgehen, ohne dass wir permanent den Anspruch erheben, dass sie noch nicht genug demokratisch, noch nicht genug Frauenrechte achten, noch nicht genug säkularisiert sind und so weiter und so fort. Und diese Art Verdacht, den das Integrationsmodell formuliert, diese Art Verdacht würde ich erstmal zurückweisen und sagen, wenn wir Gesellschaft denken, dann müssen wir es zusammendenken als einen Ort, in dem man ohne Angst verschieden sein kann. Und wenn Leute dann das Gesetz brechen, dann passiert das, was immer passiert, wenn Leute das Gesetz brechen. Dann kommt die Exekutive und holt die Leute und verurteilt sie dann. Wenn Sie sagen, ohne Angst verschieden sein, was hat denn in diesem Verschiedensein noch Platz? Also wie radikal vielfältig darf es denn wirklich sein in der Gesellschaft? Ich würde sagen, es gibt die Menschenrechte als Handlungsrahmen und innerhalb dieses Rahmens der Menschenrechte gibt es tatsächlich relativ viel Spielraum. Und ich glaube, wir sehen auch die Übergriffigkeit dieses Integrationsparadigmas genau da, wo es eben nicht mehr darum geht, dass Leute sich an Gesetze halten, sondern eigentlich, dass sie eine deutsche Kultur erfüllen. Und das mit Verlaub hat mit einer pluralen Demokratie nicht so viel zu tun und deutlich mehr mit Nationalismus. Sie plädieren ja in diesem neuen Buch von Ihnen, Gegenwartsbewältigung, für eine jüdisch-muslimische Leitkultur. Weshalb genau jüdisch-muslimisch? Die jüdisch-muslimische Leitkultur ist schon heute viel realer als die deutsche Leitkultur. Lebensrealitäten sind plural, die sind jüdisch, die sind muslimisch, die sind queer, die sind black, die sind alles Mögliche. Und die jüdisch-muslimische Leitkultur probiert sozusagen diese ganze Reihe von Unterschiedlichkeiten zusammenzuführen und zu sagen, wenn schon Leitkultur, dann sehr viele Leitkulturen und wenn sehr viele Leitkulturen, dann gibt es keine. Ja, Frau Schröter, wie beurteilen Sie das, diese Forderung nach jüdisch-muslimischer Leitkultur oder keiner Leitkultur? Naja, da fällt mir nur zu ein, dass etliche Juden und Jüdinnen in Deutschland protestiert haben gegen diese Idee und dass es eine große innerjüdische Debatte in Deutschland gibt, was die Legitimität von Herrn Czollek betrifft. Damit lasse ich das mal stehen. Die Legitimität von Herrn Czollek in Bezug darauf, dass er als Vertreter des Jüdischen zu sprechen auch. Ja, genau. Und eine Debatte aktuell in Bezug darauf, dass er ein Vaterjude, ein sogenannter ist, und das Judentum eine matrilineare Religion ist. Das ist quasi die Thematik, die ganz Sie genau ansprechen. Und was dahinter steht, ist aber natürlich auch, und das durchzieht ja die ganze Debatte eigentlich, wer ist legitimiert, wofür zu sprechen? Mhm. Und er macht das ja sehr vollmundig, wofür er spricht. Und da hat er natürlich aus den Reihen, die er als eigene für sich immer in Anspruch nimmt, gleich mal einen Dämpfer bekommen. Gleichwohl, wenn wir jetzt das davon lösen, von dieser Frage, ob er legitimiert ist, dafür zu sprechen, was halten Sie davon, von dieser Forderung?
Naja, das ist natürlich nicht ernst gemeint. Also das ist, natürlich kann man sich zusammensetzen und sagen, ich habe hier meine jüdischen oder muslimischen Freunde oder ich definiere mich darüber oder darüber und ich habe meine eigenen Regeln. Selbstverständlich kann man das machen. Die Frage letztendlich, und die ist ja viel ernster, ist, was hält die Gesellschaft zusammen? Mhm. Reicht es aus zu sagen, Gesetzestreue? Sagt er ja, genau. Ja. Und sehen Sie es auch so? Und ich würde weitergehen, in der Tat würde ich weitergehen. Also A, ist Gesetzestreue zum Teil oder nicht, die Nicht-Treue zum Gesetz natürlich zum Teil auch an parallelgesellschaftliche Strukturen gebunden. Selbstverständlich haben wir das. Das haben wir vor allem dort, wo es segregierte Milieus gibt. Und die gibt es ja nicht nur im Migrantischen im Übrigen, sondern überall dort, wo wir Abschottungsprozesse haben, gibt es auch Übertretung von Gesetzen, weil die jeweiligen Akteure das für sich in Anspruch nehmen und sagen, wir haben eigentlich, wir haben eine andere normative Leitlinie und das muss uns alles nicht interessieren. Aber ich will auch gar nicht nur über Gesetze sprechen, ich möchte auch über etwas Lebensweltliches sprechen. Wie kommt man eigentlich miteinander und verträgt sich? Ja? Und das fängt mit bestimmten Regeln von Höflichkeit an. Das sage ich jetzt mal, weil ich in Indonesien gelebt habe. Ja, hätte ich mich verhalten, wie man sich in Deutschland verhält, da hätte nach einer Woche keiner mehr mit mir gesprochen. Ja? Also ich bin schon genötigt worden und ich finde es hervorragend, dass ich dazu genötigt worden bin, mich an die dortigen Verhältnisse anzupassen und so zu reagieren, wie Indonesier reagieren. Und meine Kinder auch. Und das war großartig. Bevor wir da weitergehen, übergeben wir doch noch das Wort an Herrn Esparhangisi, weil ich bin mir sicher, Sie haben da noch ein paar Einwände. Ich frage mich zum Beispiel, würden Sie das auch so sehen, dass diese Forderung rein künstlerische Intervention ist, nicht ernst gemeint? Also erstmal muss man ja ernst nehmen, dass Herr Czolik auf etwas reagiert, was sich seit 20 Jahren anbahnt, nämlich eben nach vor allen Dingen auch 9/11 natürlich diese Polarisierung in der Integrationsdebatte im öffentlichen Raum, die eben sagt, integriert euch mit diesem Verdacht, dass diese Leistung gar nicht erbracht wird. Und in dem Sinne, das lässt sich auch in der Schweiz beobachten. Also wenn wir sehen, wie quasi die Integrationsdiskussion etwa Debatten um Einbürgerung geprägt hat, dann sehen wir schon ein Problem. Wir sehen, dass quasi dass Einbürgerungsprozesse jetzt auch mit der neuesten Revision zunehmend gekoppelt worden sind an die Beurteilung der Integrationsfähigkeit. Und Integrationsbereitschaft. Und zwar nicht nur erst bei der Einbürgerung, sondern bei allen einzelnen Umwandlungen des Aufenthaltsstatus. Und damit verbunden, damit ist nicht Tür und Tor geöffnet für genau so einen Verdachtsmoment. Wer ist das eigentlich? Wie kann man das bewerten? Das ist eine problematische Seite, auf die Herr Czolik und viele andere auch reagieren, etwa auch mit dem Ausspruch Demokratie statt Integration und so weiter und so fort. Das kann man erstmal ernst nehmen, finde ich, und zu sagen, da gibt es ein Problem zu diskutieren. Wo ich nicht mit eingehe mit Herrn Czolik, ist jetzt gewissermaßen das Polarisierungsspiel, er ist halt Publizist, im öffentlichen Diskurs mitzumachen und sagen, ihr sagt Integration, ich sag Vielfalt. Weil ich nämlich wirklich glaube, dass letztendlich es gar nicht eine Vereinszugehörigkeit ist, ob Integration oder Vielfalt, sondern das sind zwei verschiedene Perspektiven auf soziale Realität, die beide wichtige Dinge sichtbar machen. Natürlich braucht eine Gesellschaft immer wieder die Frage, was hält die Gesellschaft zusammen, wie funktioniert sie? Und andererseits ist auch klar, wir leben in einer Zeit mit Pluralisierungsprozessen, die weit auch nur über die Frage von Migration hinausgehen, die im Kontext von Globalisierung einhergehen, die mit dem Integrationsbegriff alleine nicht zu fassen sind. Das heißt, das sind zwei Brillen auf soziale Realität und ich finde nicht, dass man sich dazu positionieren muss. Ich mache entweder das eine oder das andere. Das mal als Ergänzung dazu. Dann noch zu Ihrem Punkt. Ich finde, auch um den Streitgespräch das aufzunehmen, würde ich schon sagen, ich finde es schon problematisch und das zeigt sich auch historisch. Seit den 80er Jahren, seit wir diese Diskussion um Integration und kulturelle Vielfalt so führen im deutschsprachigen Raum, dass immer wieder quasi die Diskussion entbrennt an diesen Problemfällen, die übrigens seitdem mit dem Islam verbunden werden, was uns die Möglichkeit nimmt, das ist der Punkt. Ich sage gar nicht, es gibt nicht Orte, wo wir drüber reden müssen. Ich glaube nur, diese Verzahnung des Integrationsgetöses mit der sozialen Realität und den Herausforderungen, vor denen wir sehen, führt permanent dazu, dass das eine das andere verhindert. Das heißt, wenn wir in der Öffentlichkeit permanent über den Islam reden, als die einzige Frage der Integration, in der Schweiz zum Beispiel nicht darüber reden, dass ein Viertel der Wohnbevölkerung, der permanenten Wohnbevölkerung, kein Bürgerrecht hat, und zwar deswegen, weil die Schweiz die restriktivsten Einbürgerungsgesetze europaweit hat,
Das kann man doch gleichzeitig tun, da wäre doch gar nichts vergeben. Aber es wird eben nicht getan. Das heißt, wir reden permanent über den Islam. Und ich glaube, das ist schade deswegen, weil es zum Beispiel auch tatsächlich verhindert, vielleicht das machen zu wollen, was Sie machen wollen. Aber es verkauft sich halt. Es ist mittlerweile auch eine Empörungsökonomie, die sich medial verkauft, die bewirtschaftet werden kann. Und damit werden aber keine Probleme gelöst, aber viele Klicks generiert. Und ich glaube, das wäre eben der Punkt, wo ich Herrn Scholik auch vorwerfen würde, ja gut, er ist letztendlich auch Teil dieser Maschinerie und macht da halt dann auch mit. Also grundsätzlich will ich Ihnen sagen, falls ich da gleich mal da, unbedingt, da, ich dazu wollte antworten Sie kann, für mich ist Integration absolut mit Vielfalt kombinierbar. Eine Einwanderungsgesellschaft ist immer per se vielfältig. Also da geht ja sowieso kein Weg dran vorbei und letztendlich ist es auch gut so. Ja? Genau. Also die Frage ist nur, was brauchen wir denn, dass wir, obwohl wir so vielfältig sind, irgendwo noch einen Kitt haben, der uns zusammenbindet? Genau, vielleicht um das kurz aufzunehmen, dann möchte ich einen Schritt weitergehen und auch noch auf das Thema des Islams eingehen, das Sie jetzt so gerade vorgebracht haben. Diese Frage der Integrationsfähigkeit, Sie haben das jetzt beide so ein bisschen angesprochen, es geht auch um dieses Wir, es geht um eine Frage nach einer Mehrheitsgesellschaft. Und Sie haben ja gesagt, es geht auch um Höflichkeit. Und Sie würden aber per se schon sagen, dass das Reden über Integration immer vorgaukelt, als gäbe es eben eine Mehrheitsgesellschaft und Leute, die reinkommen. Hingegen sind wir schon eine extrem plurale Gesellschaft und insofern ist das falsch. Naja, also erstmal ist es eine Tatsache, wenn man die Schweizer Zahlen, Sie haben ja welche zitiert, sagen, genau, dass wir hier nicht von einem Mehrheit-Minderheiten-Problem reden. Also 37% haben wir gesagt. Genau. Am Migrationshintergrund in Städten über die Hälfte, in den größeren Städten. Das ist eine Entwicklung, wie gesagt, das muss man weder gut noch schlecht finden, aber das ist etwas, was auf eine Art schon gelaufen ist, ja, in den letzten 50 Jahren. Und dazu muss man sich verhalten nach den Werten, und da würde ich schon sagen, die dann auch in der Verfassung stehen, nämlich das demokratisch zu gestalten, sozial gerecht, freiheitlich und auch ohne Diskriminierung, das so zu gestalten, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und in dem Sinne geht es nicht darum, die Einwanderer zu integrieren. Ich würde ihm anders als Herr Scholik nicht den Integrationsbegriff abschaffen, sondern ich würde sagen, wir würden ihn ausweiten, und zwar auf die Gesamtgesellschaft. Ich würde sagen, die Schweiz muss sich neu integrieren, wie sie das übrigens immer wieder getan hat. Mhm. Das ist genau die Geschichte von demokratischen Gesellschaften, die sich immer wieder die Frage stellen müssen, was ist unsere Grundlage, wer nimmt eigentlich teil? Lange Zeit waren Arme ausgeschlossen, Jüdinnen und Juden waren ausgeschlossen, Frauen waren ausgeschlossen, Arbeiterbewegung war ausgeschlossen. Und das heißt, wenn man die Geschichte so betrachtet, würde man sagen, mit Max Frisch gesprochen, die Schweiz war immer etwas Werdendes, Demokratie ist etwas Werdendes. Und das ist ja der Ursprungbegriff Integration, der hat ja am Anfang nichts mit Migration zu tun gehabt, sondern der stellte sich in der Soziologie die Frage, was hält moderne Gesellschaften, die so ausdifferenziert sind, eigentlich zusammen? Und da würde ich ein bisschen, einerseits verstehe ich natürlich, sagen, es geht nicht nur um Gesetze, das würde ich auch sagen, aber andererseits sind moderne Gesellschaften genau die Gesellschaften, wo wir eben nicht alle denselben Lebensstil haben müssen, wo wir uns nicht alle auch befreundet sein müssen oder uns nett finden müssen, damit sie funktionieren. Und vielleicht eine Perspektivwechsel noch. Wenn Integration heißt, dass Gesellschaft funktioniert, und da würde ich Integration eben mit kleinem i schreiben, nicht wie im Diskurs mit großem, kleinem, würde ich sagen, in Großteilen findet sie alltäglich statt. Sie ist nur viel, sage ich mal, kaleidoskopartiger, eklektischer, widersprüchlicher, ambivalenter, als das in der öffentlichen Diskussion läuft. Und wenn man das so sieht, wenn man sagt, Integration findet die ganze Zeit gerade statt und hat auch stattgefunden, eben, und das ist, das zeigen Beziehungen, Liebesbeziehungen, Lebensweisen, und das zeigt auch, wie Sie gesagt haben, dass sich so viel verändert hat, bis hin zur Kulinarik. Wenn Sie die Fremdenpolizei 1968 in der Schweiz gefragt hätten, was nicht schweizerisches Essen ist, und das steht schwarz auf weiß, dann wäre das Olivenöl. Mhm. Also wer Olivenöl isst, ist nicht assimiliert. Einfach, das sind Indiz, wir sind so viel weiter weg. Lassen wir uns über die Herausforderung reden. Herr Spahn-Kiesi. D'accord. Aber nicht in diesem Ton, die Welt geht unter, Integration ist gescheitert. Weil das ist, doch jetzt gar das nicht. Ist die, nee. Machen wir doch jetzt gar nicht. Genau. Das ist die Sackgasse, in der die Diskussion öffentlich halt läuft. Genau. Sie nehmen extrem viel vorweg. Ich würde Sie bitten, da auch noch ein bisschen zu lassen für später. Da wenn's kommt noch genügend, keine Sorge. Wenn es um Integrations... Ja, vielleicht dann für mich nicht mehr genügend. Also im Sinne davon, dass ich nicht mehr sprechen kann. Wenn es um Integrationsfähigkeit geht, und Sie haben das schon angedeutet, dann ist die Frage auch immer
nach Assimilation oder ist es überhaupt das, was gefordert wird? Sie haben jetzt gesagt, na gut, das muss beidseitig sein, das ist nicht eine Einbahnstraße. Die Schweizer SVP hat das zuletzt zum Beispiel in Positionspapieren von 2013 bestimmt anders gesehen. Ich möchte jetzt aber noch eine andere Position zur Frage nach der Assimilation einbringen. Das ist Ruud Koopmans, er ist ein holländischer Soziologe. Er hat viel zur Integration geforscht und er ist da zu wirklich pointierten Ansichten gekommen. Wenn ich über Assimilation spreche, dann spreche ich nicht über die Aufgabe der eigenen Identität. Dann geht es darum, die Kultur, die Spielregel, die grundlegenden Normen und Werten von einer Gesellschaft, in der man einwandert, zumindest zu kennen und diese auch zu akzeptieren. Da kann man immer noch in der Privatsphäre zu Hause etwas anderes tun, seine eigene Sprache sprechen und so weiter. Aber es ist ganz wichtig, dass man diese Grundhaltung, dass man tatsächlich Teil dieser Gesellschaft werden will und nicht einfach in der Kultur bleiben will aus der Gesellschaft, aus der man gekommen ist. Ohne diese Haltung, ohne diesen Wunsch, diesen Willen und auch die aktive Haltung sozusagen, Teil dieser Gesellschaft sein zu werden, erschwert man seine eigene Integration. Und ein bisschen Druck der Zuwanderungsgesellschaft kann da durchaus helfen. Nun können Leute natürlich nicht ihre Identität wegschmeißen, aber sie können schon etwas dafür tun, einen Schritt auf die Gesellschaft, in dem sie einwandern, zu gehen, indem sie die Sprache lernen, indem sie aktiv Kontakte suchen zu Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft, indem sie auch ihre religiöse Regel nicht allzu streng auslegen, wenn es zum Beispiel geht um Geschlechtertrennung oder auch um Kleinigkeiten wie das Nicht-Schütteln von Händen zum Beispiel. Wenn das in der Zuwanderungsgesellschaft eine Gepflogenheit ist, dann kann man natürlich an seine strenge religiöse Regel festhalten. Aber dann wird es einfach schwieriger, das Zusammenleben mit der Gesellschaft, in der man einwandert, zu gestalten. Und dafür zahlt man letztendlich als Migrant selbst den größten Preis, weil man erschwert seine eigene Integration. Zahlen Migranten den höchsten Preis? Sind Sie damit einverstanden bei fehlender Assimilation? Alle zahlen einen Preis, wenn es nicht funktioniert. Und letztendlich führt es auch dazu, dass sich die Gesellschaft tribalisiert. Das ist, sehe ich als die größte Gefahr im Moment. Können Sie das etwas konkreter machen? Ja, Tribalisierung, dass man sich immer stärker zusammenschließt mit Leuten, von denen man glaubt, dass sie einem ähnlich sind. Mhm. Weil in der Gesellschaft der Kitt immer mehr erodiert. Und das tut er. Und das tut er nicht primär durch Migration, sondern auch durch die Identitätsdebatte, die wir gerade haben. Und das führt tatsächlich dazu, dass sich Leute nach Ähnlichkeitsmerkmalen in kleineren Gruppen nur noch zu Hause fühlen und mit den anderen nichts mehr zu tun haben wollen, weil es viel zu anstrengend ist, wenn ich jemanden treffe, erstmal zu fragen, also wie soll ich dich jetzt begrüßen, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, wie darf ich angezogen sein, wie darf meine Körperhaltung sein, das macht kein Mensch. Ja? Und wären das schon Parallelgesellschaften oder noch nicht? Das sind Segregationsprozesse. Mhm. Letztendlich kann das natürlich, das sehen wir in Frankreich, das sehen wir in Belgien, das sehen wir in Schweden, in wirkliche Parallelgesellschaften führen. Und das ist Desintegration natürlich. Das ist extreme Desintegration bis dahin, dass auch die Gesetze nichts mehr gelten und dass es nur noch auf der Ebene der Polizeibewältigung vonstatten geht. Sehen wir das auch in der Schweiz, Herr Espanghisi? Naja, schauen Sie, das ist halt eigentlich wieder ein Beispiel einfach auch der Frage der Tonalität. Also wenn wir Assimilation darüber reden, dass Einwanderung damit verbunden ist, wie gesagt hat, dass man sich anguckt, okay, wie funktioniert der Laden, wie gehe ich einkaufen, wie rede ich mit den Leuten, was sind so die... Nichts anderes meint er ja. Ja, Moment. Wie funktioniert quasi das kulturelle Spiel? Dann muss man sagen, ist das doch eine banale Aussage. Also alle Eingewanderte tun das. Der Witz ist doch, warum reden wir dauernd im öffentlichen Diskurs darüber? Also Moment mal. Dass das eine problematische Angelegenheit ist. Im Großteil der Menschen, ich sage immer, das ist die Assimilation mit einem kleinen A. Die Assimilation mit einem kleinen A ist die, die wir im Alltag alle machen. Deswegen sehen wir gleich aus, haben ähnliche Klamotten an. Das tun genauso auch Einwanderer tagtäglich.
Wenn man das anerkennen würde, dann kann man gerne auch sagen, dann gibt es auch Problembereiche, über die wir reden. Das Problem im öffentlichen Reden über Assimilation ist doch, dass wir die ganze Zeit das eine nicht anerkennen, was alltäglich normal stattfindet. Da habe ich mit Assimilation überhaupt kein Problem. Darüber reden wir nicht, sondern immer, wenn wir darüber reden, ist das in diesem Problemmodus, da gibt es diese Parallelgesellschaften. Ja, okay, da reden wir drüber, aber das ist nicht der Großteil von dem wir reden. Warum reden wir über den Rest nicht? Aber wir reden jetzt Gesamtbild hier. Meine Frage war, ob wir das Problem auch in der Schweiz haben, von solchen Segregierungsprozessen. Das war meine Frage. Und dann stellt sich die nächste Frage, und welche Probleme sind es denn, über die man reden kann? Sie haben gesagt, in der Schweiz haben wir das Problem von Einwanderern nicht. Natürlich haben wir in der Schweiz gewisse Themen in den Schulen, wie es Frau Schröter angesprochen hat. Die Handschlagsdebatte ist ein Thema, das Schwimmunterricht kommt immer wieder auf. Ist das jetzt schon, worüber man nicht reden sollte, oder worüber soll man denn reden? Nein, also man kann, ich bin all in, man soll über Dinge reden, man soll über Fragen reden. Aber die Frage ist doch, wie geht man in ein Gespräch rein? Und wie man in ein Gespräch reingeht, das wissen Sie aus dem Alltag, bestimmt, was möglich ist in einem Gespräch. Wenn gewissermaßen das Gespräch schon mit einem Logik des Verdachts ist, dass sich da nicht jemand assimiliert, dann haben wir ein Problem. Dann können wir das Gespräch gleich. Passiert das denn? Passiert das denn tatsächlich? Ja, natürlich passiert das. Gespräche sind doch in der Regel völlig banal. Man redet darüber, ob man den Bus verpasst hat oder sonst was. Nein, Entschuldigung, natürlich passiert das im öffentlichen Diskurs. Und wenn das passiert, geht einfach die Tür zu, dann wirklich über die Frage zu sehen, was sind vielleicht die Dinge, die uns zusammenhalten. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir halt auch zentrale Fragen aus dem Blick verlieren. Dass etwa zum Beispiel, dass die Frage der Integration natürlich auch mit Anpassung zu tun hat. Aber wenn man sich die Schweiz nimmt als Beispiel, funktioniert die letztendlich so, dass permanent auch, deswegen gibt es ja Einwanderung, Arbeitskräfte gebraucht werden, die im Großteil eigentlich, sage ich mal, die niedrigeren Jobs machen. Das System funktioniert so lange, solange es ein Versprechen auf sozialen Aufstieg in der nächsten, zumindest der nächsten, übernächsten Generation gibt. Und wenn man diese beiden, und wenn das nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Also wenn wir über Anpassung reden, müssen wir über diese beiden Aspekte der strukturellen Integration reden, und dann kann man auch über Assimilationsfragen reden. Aber ich sehe das aktuell nicht. Ich sehe so eine medial aufgeheizte Frage, da geht es um Handschlag, da geht es um Dinge. Und da bin ich auch, wie gesagt, ich möchte darüber reden, aber dazu muss man auch einen Gesprächsrahmen schaffen, der das erlaubt, dass man nicht Leute adressiert als die Fremden, die sich nicht assimilieren, sondern als eine soziale Realität in der Schweiz, über die wir uns aushandeln. Weil das ist jetzt die Schweiz. Diese Handschläge finden nicht irgendwo statt, die finden in der Schweiz statt. Richtig. In meisten Fällen von Schweizerinnen und Schweizern mit Migrationshintergrund. Wenn man so darüber redet, ist viel mehr auch an Kritik möglich. Dann kann man ja sagen, komm, ich finde das nicht in Ordnung. Aber wenn man sagt, du Ausländer, was machst du in unserem Land? Ist das Gespräch beendet, bevor es angefangen hat? Das ist eigentlich mein Punkt. Dann kann man gerne über Assimilation reden. Aber wie machen Sie das denn in Ihrer Familie, wenn Sie einen Streit haben? Ja, aber jetzt will ich mal eins sagen. In der Debatte um Integration ist es meiner Meinung nach falsch zu sagen, hier sind die Alteingesessenen und da sind die Zugewanderten. Mhm. Weil gerade solche Geschichten um Handschlag, Muezzinruf etc., da gibt es ja sehr unterschiedliche Positionen der Späteingewanderten, Früheingewanderten, wie auch immer. Ja? Also gerade die säkularen und liberalen Muslime oder die Ex-Muslime haben die größte Kritik an gerade islamistischen oder bestimmten patriarchalischen, traditionellen Praktiken. Da sind ja die meisten Alteingesessenen, wenn ich das jetzt mal aus deutscher Perspektive sagen soll, sind ja da viel entspannter als die Leute, die tatsächlich aus muslimischen Ländern migriert sind, die gesagt haben, wir dachten, wir hätten das alles los, jetzt kommt es auch hier noch her. Und die Diskussionsteilnehmenden, die sind ja sehr viel pluraler, als das erstmal auf den ersten Blick aussieht. Mhm. Gut. Ich will das ein bisschen weiterziehen. Wir haben ja auch noch zwei Personen hier, die das praktisch auch leben und erleben. Vielleicht vorweggeschickt, Verständigungsschwierigkeiten, die es ja immer wieder zu geben scheint, fangen oft bei der Sprache an, und deshalb sind die kantonalen Integrationsprogramme auch auf die Sprache fokussiert. Ist das für Sie richtig, dass es dort ein wichtiger Fokus und eine wichtige Rolle einnimmt?
Das ist das, was ich gesagt habe. Ich finde, die Integrationsdebatte hat eben diese einen Pole. Der eine ist eben, haben wir jetzt lange darüber geredet, dieses Fremdenpolizeiliche, passt euch an. Das andere ist das etwas, was wirklich auch erstritten worden ist, ja über seit den 70er Jahren, wo Integration verstanden wird als eine strukturelle Öffnung der Gesellschaft, die Angebote macht. Und Sprachkurse anzubieten, ist ein wichtiges Angebot, genau das zu tun. Das ist das, eine wichtige Leistung, die eine Gesellschaft machen muss, die Sprache, die gesprochen wird, auch zu vermitteln, am besten auch für Kurse, für Leute, die Nachtschicht arbeiten, das auch entsprechend anzupassen. In dem Sinne bin ich sehr dafür. Und es ist auch eine Errungenschaft der Integrationspolitik, die sich eben abgesetzt hat von der fremden polizeilichen Unterordnungspolitik, genau diese strukturellen Öffnungspunkte auch in den Blick zu nehmen. Und diese Ambivalenz der Integrationsdebatte steckt übrigens sogar im Gesetz. Da gibt es einen Passus, der sagt quasi, Einwanderer sollen sich anpassen. Und dann gibt es einen Passus, der sagt, Integration ist eine Querschnittsaufgabe für die Gesellschaft. Das ist Ergebnis historischer Aushandlungsprozesse. Und diese Kurse sind ein gutes Beispiel, weil sie sind eigentlich genau richtig. Andererseits bringt man sie in diesen Integrationsgetöse-Diskurs und verbindet sie mit der Forderung, ihr müsst diese Kurse machen und wenn ihr die nicht macht und ihr wollt die eigentlich sowieso nicht machen, dann wenn man so drüber redet, dann wird es eigentlich einer interessanten und einer wichtigen Sache, wird dann etwas, was ja wirklich auch falsch aufgestellt wird. Und dann produziert man Konflikte, die es eigentlich nicht bräuchte. Das wär meine Position, diesen Sprachkursen. Gut. Wie gesagt, vor Ort, wir können danach das nochmal aufnehmen. Ich möchte mal zwei Personen hören. Wie gesagt, wir haben vor Ort zwei Personen, die eben sich ganz konkret mit Diversität und Integration beschäftigen. Etwa Marc Bamidele, er ist Leiter und Gründer von Diaspora TV, einem Online-Sender in der Schweiz, der in 19 Sprachen sendet. 3, 2, 1, Action! به خبرای این ساعت با من عارف آزاد از تلویزیون دیاسپورای کشور سوئیس خوش آمدید. Nachrichten in Farsi, gesendet nicht aus Afghanistan, sondern aus Könitz bei Bern. Der junge Moderator informiert die afghanische Bevölkerung, die in der Schweiz lebt, über die News zu Corona, über Rassismus und über die neueste Raucherstopp-Kampagne. Super gemacht, okay. Der Marc Bamidele leitet Diaspora TV, eine 70-köpfige Nachrichtenredaktion, die in 8 verschiedenen Sprachen sendet. Der gebürtige Nigerianer sagt, dass Diaspora TV gerade während Corona besonders wichtig sei. Wir haben gesehen, dass viele Leute sie haben keine Ahnung haben, was passiert in der Schweiz. Und mit dem Coronavirus, am ersten bis jetzt, viele Leute, bis 1 Million Leute, sie schauen ja Diaspora TV online. Wir helfen, dass die Kurve ein bisschen flex zu machen, weil die Leute sind sehr gut informiert durch Diaspora TV. Ja, Herr Bamidele, wenn Sie jetzt das alles gehört haben, was leistet denn Diaspora TV bezüglich der Integration in der Schweiz? Für uns es ist es sehr wichtig, wenn ich von meiner persönlichen Erfahrung etwas nehme, wenn ich mir zurückblick anschaue. Es gab eine Zeit, wo ich fühle mich wie ein Ausländer, als Ausländer in einem Ausländer in der Schweiz. Ich verstehe gar nicht die Sprache, ich verstehe gar nicht die Kultur, ich verstehe gar nicht die Leute, ich weiß gar nicht, wie die Gesellschaft funktioniert. Und dann, jeden Nacht, wenn ich mir in das Bett gehe, am Schlafen, ich frage mich, Marc, bist du sicher, du bist in der richtigen Ort? Und dann, ich versuche mir eine Antwort zu meiner Frage zu finden und ich weiß, dass Schweiz ist wie ein Land, wenn man sagt, es gibt viele Gelegenheiten. Oder sagst mal Gelegenheitstüren. Und man braucht einen Schlüssel, diese Türe zum Hofen. Und diese Schlüssel liegen in verschiedenen Sachen. Wichtigste ist die Sprache. Zweite ist, dass man Rechnung bezahlen, über die Kultur zum Wissen, Respekt voneinander, pünktlich sein. Alle diese Dinge, was die Schweiz bringt, muss auch man auch lernen. Und für mich, das habe ich mir auch von meinen persönlichen Erfahrungen in Diaspora TV bringen. Und ich habe schon gesehen, dass das viele Leute, sie haben gleiche Probleme wie ich. Sie sagen, wir wissen nicht, was läuft in der Schweiz. Und da habe ich mir angefangen, zuerst, es war Africa Mirror TV, ich informiere die Leute aus Afrika auf Französisch und Englisch. Über Schweiz. Was laut, wenn es ein Referendum gibt, müssen wir dieses Referendum übersehen und erklären. Und dann, nachdem wir mit verschiedenen Institutionen gearbeitet haben, wie Staatssekretariat für Migration, Caritas und Bundesamt für Gesundheit. Und sie haben uns gefragt,
gibt es keine Möglichkeit, dass wir auch andere Sprache Leute erreichen. Auf diese Grund haben wir Diaspora City gegründet. Das ist sehr spannend. Sie sind ja seit 1999 in der Schweiz. Wir haben jetzt zuvor gehört, oder? Die Forderung ist, dass nicht nur die Leute, die in die Schweiz kommen, einen Effort leisten, sondern quasi die Bevölkerung, die hier ist, auch einen Effort leistet. Also man sich gegenseitig integriert. Was fordern Sie von der Schweiz denn, dass Integration gelingen kann? Es ist unterschiedlich von Menschen zu Menschen. Bei mir, dieses Wort, als ich mir in die Schweiz gekommen bin, Integration, ich verstehe nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was die Gesellschaft von mir erwartet. Mhm. Was weiß ich, ist das, was ich will für mein Leben. Mhm. Und ich versuche einfach zu leben. Dann ich sehe, wie die Gesellschaft zu mir reagiert. Und dann sie sagen, das bedeutet Integration. Aber wie ich mich gesagt habe, es ist unterschiedlich von Menschen zu Menschen. Aber was ich kann mir vom Zurückblick nehmen, ist, dass Integration in der Schweiz ist nicht so einfach, wie die Schweizer oder Schweizer denken. Mhm. Zum Beispiel, wenn man nach Nigeria geht, das ist mein Zukunftsland, und man sagt, man muss dort integrieren. Und dann, das Wichtigste ist, dass in der Schweiz es gibt viele Tools oder Mechanismen, was kann man benutzen zum Integrieren. Aber trotzdem, sie geben zu wenig und sie fragen zu viel. Zum Beispiel in meiner Zeit, wie kann 0 bis 6 Monate in Deutschkurs besuchen, Unterstützung bekommen. Mhm. Was kann man machen mit 6 Monaten Deutschkurs? Man konnte nicht dieses Programm folgen mit 6 Monaten Deutschkurs, man konnte nicht die Zeitung lesen mit 6 Monaten Deutschkurs. Auf diese Grund, wie kann man gut integriert, wenn man nicht die Sprache gut kennt und es keine Unterstützung. Werfen wir doch den Blick noch auf eine andere Institution. Bei uns ist auch Karin Mikitjuk, wie gesagt, die Leiterin des Hauses der Religionen, wo wir gerade sind. Man könnte sagen, das Haus der Religionen ist ja sowas wie eine diverse Gesellschaft auf kleinem Raum. Wie sind denn die Schwierigkeiten hier beim Zusammenleben jetzt von einer so großen Vielfalt? Es sind ja 8 Religionsgemeinschaften hier. Die meisten Herausforderungen im Alltag, die sind ganz praktischer Art. Es geht um Lärm, es geht ums Aufräumen, es geht darum, um die Nutzung der gemeinsamen Infrastruktur oder gemeinsame Termine zu finden. Ähnlich vielleicht wie in einer WG oder in einer Familie. Man muss halt im Gespräch miteinander sein und nicht die Faust im Sack machen, sondern darüber sprechen und den Dialog suchen. Mhm. Es gibt auch Situationen im Haus, Diskussionen, zum Beispiel rund um politische Fragen im Zusammenhang. Zuletzt beispielsweise gab es unterschiedliche Meinungen zum Verhüllungsverbot in der Gesellschaft. Wir versuchen dann Räume zu schaffen intern, damit ein Austausch stattfinden kann. Es gibt auch Situationen, die im Ausland Ereignisse sind, die sich dann eine große Betroffenheit in unserem Haus auslösen. Beispielsweise der Abzug von den Amerikanern in Afghanistan, die ganze Situation, die große Betroffenheit ausgelöst hat. Wir suchen nach Formaten des Auffangens, der Kommunikation über diese Ereignisse. Und dieses Haus ist ja in dieser Diversität auch für viele Leute etwas Exotisches. Heißt das auch, oder anders gefragt, gibt es auch eine Form von Voyeurismus hier? Es gibt in der Tat Gruppen, die zu uns kommen für einen Rundgang durchs Haus, die mit Erwartungen kommen, die so einen Touch haben. Mhm. Ich würde aber auch sagen, es ist nichts Verwerfliches, zu uns ins Haus zu kommen, um zum ersten Mal im Leben mal eine Moschee oder einen Hindu-Tempel von innen zu sehen. Genau dafür sind wir auch da. Mhm. Uns ist es aber dann auch wichtig, dass Begegnungen stattfinden, dass Austausch stattfindet. Es ist eine Regel bei uns, dass nicht ich erzähle über die anderen, sondern wir versuchen, die Menschen aus den Gemeinschaften selbst, dass sie für sich sprechen und ihre eigenen Ansichten teilen. Ich denke nach wie vor, dass Begegnung und Dialog auf Augenhöhe ein probables Mittel sind, um eben miteinander in Kontakt zu kommen und nicht nebeneinander vorbei zu sprechen, sondern dann zu fragen, Erlebnisse, die Sie geschildert haben, darüber zu sprechen, sodass man nicht allein zu Hause in der Nacht damit wach liegt, ja. Sondern die Möglichkeit bekommt, einen Austausch der Verarbeitung zu haben.
Ganz herzlichen Dank für diese beiden Einblicke, Karin Mikitiuk, Marc Bamidele. Danke. Ja, wir haben es schon gehört, bei der Frage um Integration spielt immer wieder auch Religion eine wichtige Rolle. Ruth Koopmans, den wir zuvor gesehen haben, sieht in der Religion tendenziell auch eine Integrationsbarriere. Ich zitiere ihn kurz. Er sagt nämlich, für streng religiöse Leute ist es schwerer, mit anderen Gruppen Freundschaftskontakte, Nachbarschaftskontakte zu knüpfen. Interethnische oder interreligiöse Heiraten sind seltener als zwischen Menschen mit der gleichen Religion. Das sind alles Faktoren, die die Integration hindern. Würden Sie das unterschreiben? Ich würde ehrlich gesagt woanders ansetzen. Also, so leid es mir tut für Ihre Frage, aber ich würde einfach sagen, schauen Sie, wir wollen darüber reden. Ich will auch mit Ihnen darüber reden. Ich will auch mit Ihnen reden. Aber warum können wir das so schwer? Warum müssen wir x Sendungen machen zu diesem Thema? Jedes Mal wieder Religion, wo sind die Grenzen? Wo sind die Grenzen der offenen Gesellschaft? Wir müssten eine Art finden, darüber zu reden, weil offene Gesellschaften müssen über ihre Grenzen reden. Soweit d'accord. Die Frage ist doch, warum ist es so schwierig, das zu tun? Und meine These ist, dass wir uns so schwer tun deswegen, weil wir quasi einerseits nicht anerkennen, was sich längst verändert hat in einer Gesellschaft, dass die Gesellschaft längst geprägt ist durch Migration, eben wie wir gesagt haben, bei Ines einen Migrationsvordergrund hat, mit all der Mehrdeutigkeit. Das haben wir verstanden. Kann man über die Grenzen reden. Solange wir das nicht tun und das alles auf diese Grenzdebatte abladen, wird die nicht funktionieren und das andere nicht. Das ist eigentlich das, was ich sage. Und deswegen ist es wie so, ich bin ein bisschen sprachlos. Also ich, ehrlich gesagt, ich habe nichts dazu zu sagen, solange quasi der Rahmen des Gesprächs irgendwie so dysfunktional ist. Also Sie finden dieses Gespräch jetzt dysfunktional? Nein, also es geht jetzt um das gesellschaftliche Gespräch über die Grenzen. Es ist schwer über die Grenzen. Was ist jetzt, sind religiöse Menschen schwierig? Ich bin gar kein Experte für Religion. Ich glaube, offene Gesellschaften haben ein Problem, dass sie natürlich mit Intoleranz umgehen müssen. Das findet man sicherlich bei Religiösen ebenso wie Nicht-Religiösen, wie Rechten, wie Linken. Da gebe ich Ihnen voll recht. Darüber muss man reden und eine offene Gesellschaft muss dem Grenzen setzen. Gesellschaft wandelt sich, also müssen wir aushandeln, was genau, die Grenzen sind. Genau, das haben wir verstanden. Jetzt, Ruth Koopmans hat diverse Studien gemacht dazu und er sagt das natürlich aus diesen Studien heraus. Die Uni Luzern hat kürzlich auch eine Studie gemacht, die will natürlich nicht unbedingt diesen kausalen Zusammenhang ziehen, sagt aber irgendwie ein Viertel von Befragten dort sagen, sie würden ihre religiösen Normen über die Verfassung stellen. Jetzt stellt sich die Frage, liegt es das kausal mit der Religion, hängt das kausal mit der Religion zusammen, in diesem Falle wäre das der Islam, oder eben mit einer autoritären politischen Struktur vom Herkunftsland der Leute. Da wollen Anton Liedhegner und Co. keine kausalen Zusammenhänge automatisch schließen. Jetzt gebe ich aber die Frage an Sie weiter, weil ich bin mir sicher, Sie möchten sie beantworten. Ja, ich möchte die gerne beantworten. Meiner Meinung nach sollten wir mehr Laizität wagen. Religionen können was Wunderbares sein. Ich glaube auch, dass Religionen für viele Menschen ein Urbedürfnis sind. Spiritualität, Rituale, Glauben, die Beantwortung der letzten Fragen, also was kommt nach dem Tod und so weiter und so fort, Sinnstiftung. Aber wenn Religionen anfangen, das normative Denkgebäude zu stark zu beeinflussen, vor allem in einer fundamentalistischen Auslegung, und das meine ich jetzt für alle Religionen, dann kommen wir in Teufelsküche. Mhm. Ja? Dann landen wir plötzlich in einer Zeit, die Gott sei Dank längst vergangen ist, nämlich in der Zeit, in der Religionen entstanden sind. Und da war keine Rede von Menschenrechten, da war keine Rede von Frauenrechten. Das waren Gesellschaften, die Normen und Werte hatten, die wir nie wieder haben wollen, denke ich. Und wenn das immer wieder im Gepäck mitschwingt, dann ist das für eine offene Gesellschaft nicht gerade förderlich. Von daher würde ich sagen, Religion wunderbar, aber bitte das normative Gerüst sollte so säkular wie möglich sein. Würden Sie das auch so unterschreiben? Also ein moderater Säkularisierungsdruck, der sich dann auf die Religion ausüben müsste? Ich bin kein religiöser Mensch. Weder forsche ich dazu, noch praktiziere ich das. Deswegen habe ich da jetzt keine Expertenmeinung zu. Aber ich denke auch, säkulare Prinzipien sind zentral. Man kann allgemein, finde ich, das als einen Wert, darüber zu reden und auch zu schauen, wo ist das eine Gesellschaft, wo ist sie das nicht. Ich finde das einen wichtigen Aspekt, den ich so unterschreiben würde. Das Problem ist doch ein anderes. Das Problem ist nicht säkular, sondern die Frage ist, wie kriegen wir das Gespräch gut geführt? Und ich will mich jetzt nicht wiederholen. Aber wenn wir jedes Mal über islamische Parallelgesellschaften reden und wir merken, wir kommen keinen Schritt weiter,
dann heißt das nicht, dass es da nicht eine Schwierigkeit gibt, sondern es das heißt, dass vielleicht das Gespräch falsch aufgegleist ist, um das, was Sie diskutieren wollen, angemessen machen zu wollen. Da bin ich nämlich bei Ihnen. Da bin ich durchaus bei Ihnen. Ich gebe Ihnen das Beispiel mit der, wir hatten das angesprochen eben, mit dem Muezzin in Köln. Ja, also ist das jetzt richtig, dass in Köln der Muezzin der großen Moschee in Köln-Ehrenfeld rufen darf, ja oder nein? Jetzt kann man darüber streiten, oh, das eine ist Vielfalt, das andere ist quasi das andere, nee, Integration, er soll es nicht. Das ist die falsche Debatte. Ich finde, man muss sehr konkret hingucken, was ist das für eine Moschee, was ist das für ein Verein, da würde man sehen, das ist ein bestimmter Verein und dann würde man eine spezifische Debatte führen. Da kann man eine Lösung finden, da kann man zu einem sinnvollen Entscheid kommen. Wenn man jedes Mal diese Debatte nimmt und aufbläht zum Integration versus Vielfalt offen, dann wir sehen es doch. Wir sehen auch seit Jahren, dass es zu nichts führt, außer weiteren Spaltungen und einem vergifteten Klima in der Gesellschaft. Ja, aber und das ist das dafür, eigentlich Gefährliche. Aber wer ist denn dafür verantwortlich? Also es sind ja doch gerade die Funktionäre der großen muslimischen Organisationen, die permanent damit kommen, wir Muslime, unsere muslimischen Werte, wir müssen da stärker repräsentiert werden, wir müssen das stärker machen. Also ich meine, dass der Islam immer wieder debattiert wird, das hat nun unterschiedliche Gründe. Es ist doch nicht so, dass die Mehrheitsgesellschaft besessen ist davon, sondern dass genau diese Akteure, die zum Beispiel die große Moschee in Köln-Ehrenfeld betreiben, ich würde mal sagen, das sind mehr politische Akteure sogar als religiöse, dass die immer wieder das Thema des Islam auf den Tisch legen. Und meiner Meinung nach sollten wir weniger darüber reden, aber dann müssen wir auch sowas wie Islamkonferenz und all diesen ganzen Firlefanz, den wir gerade haben, mal einstampfen. Dann könnten wir von Mensch zu Mensch sprechen. So, jetzt sind wir fast am Ende des Gesprächs angekommen, meine lieben Gäste. Ich möchte genau das ein bisschen zusammenführen, auch konklusiv. Sie haben schon oft gesagt, die Debatte müsste anders sein. Was sind denn konkrete Lösungsvorschläge? Muss man eben im ganz Kleinen anfangen? Was ist Ihr konkreter Lösungsvorschlag? Bitte eine kurze Antwort. Eine kurze Antwort. Also es ist ehrlich gesagt eine ganz banale Kur. Die Kur wäre einfach anzuerkennen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, sich hinzuschauen in all seiner auch Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit. Konflikte, die aufkommen, erstmal nicht quasi wie ein pavlovscher Hund als was Schlimmes anzusehen, sondern Konflikte gehören zu modernen demokratischen Gesellschaften dazu. Wir handeln Dinge neu aus. Dass wir miteinander reden und streiten, ist eine gute Sache. Es zeigt, dass wir nicht mit quasi, dass es nicht um Gewalt geht. Da, wo es Gewalt anfängt, da haben wir eine ganz andere Kategorie. Das heißt, die Konflikte sind gut, keine Angst davor, diese zu führen. Und ich glaube, man kann sie umso besser führen, wenn man erstmal akzeptiert, dass wir alle hier, eingewandert oder nicht, wie so in diese Schicksalsgemeinschaft sozusagen reingeschmissen worden sind. Es ist ja auch nicht so, als wären die Migranten alle unbedingt gerne freiwillig ausgewandert, sondern es ist halt passiert. Ich bin in die Schweiz gekommen, auch, wenn man so will, zufällig, und es ist halt passiert. Das müsste man tun. Diese Anerkennung würde Räume öffnen. Was es aber auch braucht, und das muss man auch ganz deutlich sagen, in der Schweiz ist es nicht nur ein Perspektivwandel. Gewisse strukturelle Weichen müssen neu gelegt werden. Und ich habe es erwähnt, das Bürgerrecht in der Schweiz. Der Zugang zum Bürgerrecht ist der zentrale Hemmnis im Moment, eine Integration im strukturellen Sinne auch für die großen Teil hinzukriegen. Wenn man so restriktiv einbürgert, mit so vielen, auch in wissenschaftlichen Studien, immer wieder nachgewiesenen Herr Problemen. Herr Espangisi, wir können jetzt nicht über das Bürgerrecht reden. Ich möchte aber noch das wäre die Änderung. Das muss geändert werden. Verstanden. Gut, ein letztes Votum für Frau Schröter, bitte. Also ich mache es gar ganz kurz. Also ich wäre wunderbar. Froh, wir hätten eine tolle Streitkultur, wo wir uns richtig die Meinung sagen können, ohne den anderen runterzuwirtschaften. Da haben wir schon einen Grundstein gelegt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, meine Gäste Susanne Schröter, Kian Espahangisi, Marc Bamidele und Karin Mikitjuk. Ja, wir haben es auch gerade jetzt gesehen, die Grenzen des Zumutbaren werden in unserer Gesellschaft gerade neu vermessen. Von gendergerechter Sprache bis zur MeToo-Bewegung, es wird Sensibilität gefordert. Aber sind wir vielleicht auch einfach zu wenig Resilienz? Fehlt uns die Widerstandskraft? Die Debatte jetzt am philosophischen Stammtisch. Ihnen wünsche ich einen schönen Sonntag.